Hallo, Hallo, herzlich komm willkommen zurück. zurück. Ich bin hundemüde. Nicht nur du. Nach dieser Tortur eben, und was ist das der Was zweite? haben wir jetzt eigentlich eingesammelt? I don't know. Akku, glaube ich. Das ist ein Stromkasten, würde ich sagen, Akku. Nee, da ist er Wo bloß der bist du hier. denn hingerannt? Da ist die ich bleibe. Heilung. Ich bin nichts bis zur Tür reingerannt. Ich hab's gemerkt. Jetzt sogar die Tür aufgemacht, holy shit. Das war verdammt knapp. Ja, die hat irgendwie die Tür aufgemacht und dann ist nichts mehr passiert. Das Interesse verloren. Warst du da schon? Ich glaube schon, ja. Main Entrance. Ja. Ah ja. Das heißt, du musst unten noch die erste Tür machen. Das Spiel hätte nicht sagen können, dass die Türen schon geöffnet wurden. Da schimmelt's. Ja, aber für die Spieler, die nicht so aufmerksam sind. Okay, dass das Spiel gut aufmerksam sein muss. Eigentlich jedes Horror-Game. Ist, glaube ich, nichts. Doch, Kotze. Davon ganz viel. Kannst du Catherine fragen, was noch fehlt und wo man es finden könnte, wenn sie so nett ist. Die Tür ist offen. Stimmt, hier unten müssen wir noch machen. Zerstöre die Wow. Was? Zerstöre die Wow. Sind wir gerade dabei oder nicht? Das ist der Umkleideraum. Und das ist rot, weil es nicht weiter ging. Okay. Dann müsste ich nach links gehen. Da gibt es noch den Workshop und die Kommandobereich. Nimm das Geld. Ja, ich hab das Geld schon. Ein bisschen geduldiger sein. Robot Repair Bay. Da lebt noch einer. Der Cortex-Chip von dem Roboter, klar. Stimmt. Ne, der ist nicht drin. Ist wahrscheinlich bei dir drin. So. Diagnose. Muss es offen sein oder verbunden sein? Ich würde mal sagen, verbunden. Ich würde mal sagen, offen. Was schon? Ach so, guck mal. Was versuche ich hier gerade? Offen muss es sein. Das war falsch. Schon. Danke. Du hast seinen Kopf mitgenommen. Jo. Statt ein Chip nimmst du einfach den kompletten Rübe mit. Auch nicht schlecht. Also, wir haben weiter. Das ist hier hinten. Kann ich wieder ein Healing Room? Auch nicht schlecht. Ein Cyborg. Hallo.
Einfach nur, weil ich es kann. Du musst ja noch den Oberetage aktivieren. Oh, Squeezeball. Gil. Basti? Hi, was? Hast du gerade nicht gemerkt? Ja, das ist das Ding da wieder. Das okay. Into the Abyss. Take it to Alpha. The Abyss. In the Abyss. In den Abgrund. Bring es zu Alpha im Abgrund. Alpha? Beta? Find Tau. Find Alpha. Take the Gil. The Gil to Alpha. Alpha. The heart of Alpha. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Well, you heard we're leaving the listening post. Must be important. Ich hab die Tür mal gesichert. Okay, man. Stay safe. Angst? Ein bisschen. Omicron, can you hear us? Gott. Loud and clear. Everyone alright? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Ist eigentlich die letzte Trophäe einfach eine Durchspiel-Trophäe oder ist das wirklich noch eine Story-Trophäe? Durchspiel-Trophäe. Also eigentlich findest du das nach zwei Trophäen so gesehen. Ja. Drei. Es fehlen ja vier Trophäen. Ja, die eine kriegen wir ja gleich, oder nicht? Ja. Wenn wir Anzug sind. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Rally Herber, in dich gehen wir gleich rein. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Warum sagst du einfach, wir dringen dich ein? Du klingst wenigstens doch schon pervers. Dein Ernst? Damit hast du die Tür gesichert? Ja. Warum? Ich weiß nicht, wie das ging. Ich konnte die Tür eh nicht zumachen. Und was hätte dieser Stuhl gebracht? Keine Ahnung. Wenn wirklich was gekommen wäre. Ich glaube, du hast das befreit. Meinst du? Ich hätte gerne eine Taste mit nach hinten gucken. Oh, hab ich dir. Ich hab eine Freundin gefunden. Was? Schau es dir noch mal. Geh mal zur Tür. Hä? Geh mal zur Tür. Ja? Ah, es hat kein Fenster, okay. Let's get to work. Achso, das war die wieder deine Freundin, die du. Angefreundet hat es. Was? We need to assemble your new body with Freundin? The things you collected. Mit den Just stuff all of it into the suit. Was? Okay. Freundin? Ja. Welche Freundin? Die Freundin, die du hattest. Mit dem Akku. Die, wo dauernd geleuchtet hat. Ach, die, wo dich fast erwischt hatte. Kopf ist dran. Don't worry, it'll work. Akku ist dran. Gel ist drauf. Alright, try activating the seat from the terminal again. Stromquelle ist da. Hautleitwert ist da. Körpertemperaturfehler. Und halt bitte. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body.
Yes, if you want to stay here, I'm not going to stand in your way. I don't want to tell you what to do. Won't it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, son. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Den noch nicht so ganz, dass er vorhat, die Arche zu starten, wenn sowieso nichts Lebendes mehr drauf ist. Hä? So will unbedingt die Arche starten. Die Arche war ja eigentlich so ein Zufluchtsort für die restlichen Überlebenden. Und die restlichen Überlebenden sind ja alle hops gegangen. Was bringt dir das jetzt noch? Du hast das Spiel nicht kapiert. Scheinbar. Es geht um... Also das, was wir mit dem Wann gehabt haben. Ja. Sie werden, also Gedächtnis scannen. Ja. Und werden in Computern eingesetzt. Ja, soweit war ich ja. Genau. Die Arche ist keine wirkliche Arche in dem Sinne, da wo wirklich sondern Menschen drin leben. Sozusagen. Genau. Okay. Und den wollen wir ins Weltall schießen, damit halt noch ein paar tausend Jahre Strom bekommen. Okay. Ansonsten würde es nicht weitergehen. Das sagt sich schon. We need to loop back the activity manifested by your current cortex. Ah! Sowas machst du immer ganz gerne. Machst wahrscheinlich sowieso schon raus, oder? You don't really need to understand it. Just make them line up. Schnelligkeit? Muss passen. Um 3 auf 15, würde ich sagen. Drei. Das macht aber nur 3 Wellen. Gut, nein. Was ist das schon? Eigentlich. So, jetzt. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control. So please, have a seat. Weißt du, was mit dem mit überlegen und ich mach's einfach nur so. Erinnert sich doch. Ja. Ich hab mich auch verarscht gefühlt, oder? 2 Sekunden hat das Rätsel gehabt, weil er einfach nur rumgewirkelt hat. Ja. Ich bin noch eine Frau. Interessant. Ach, das ist bloß Werbung. Das war meins. Nein, das war meins. What was that? No, it just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? That's so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Also ich würde nur mal gerne wissen, warum du das jetzt gemacht hast. Einfach. Weil es gnädiger ist? Genau. Ja. Er hat eh geschlafen und damit er nicht nochmal aufwachen muss. Ich weiß, sie ist wahrscheinlich nicht so, aber ich finde Tod ist in vielen Situationen einfach gnädiger. So wie auch bei der Schwarzen oben, die einfach nichts mehr machen kann. Sie will zwar weiterleben, aber das bringt ein Leben, wo sie nichts machen kann, einfach nur gefoltert wird.
Das mit Carl, okay. Jetzt, wo wir die Hintergründe wissen, ist das wiederum eine schwierige Entscheidung. Ja, ich glaube schon. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich viel zu spät ist. Es wird wahrscheinlich schon besser sein, wenn du sie getötet hättest? Ja. Wenn wir alle hier betätigt hätten. Oder zumindest den Schalter betätigt hätten. Dass sie nicht mehr leiden müssen. Weil jetzt kommt eh keine Hilfe für sie. Wir sind alle tot. So, jetzt bloß lediglich Simon ein besseres Gewissen. Ja. Activate the Clara, please. Sure thing. Letzten Endes bei sowas einer Meinung, das ist unglaublich. Ja. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Wir müssen 400 Meter tief, oder? If there's some kind of afterlife. Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Also wir müssen eigentlich auf den Abgrund, also unten. 4000 waren es bestimmt. It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? I want to see it. Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge, and you know, I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting, and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong.
If we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Huch! Catherine? Ich glaube, da stimmt was nicht. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Nimm sie bitte mit. Oh! Hm? Ist das da ein Auge? Oh nö. Viele bunte Farben. Oh, wir treffen euch den letzten Menschen. Jetzt? Kann nichts tun. Du hast eine Leiter? War das gerade dein Ernst? For a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Does time freeze when you're not powered? Time feels emitted more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Yeah, absolutely. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. Ich frage mich eigentlich, wie es so für Catherine ist. Kann sich irgendwie in dem ganzen System bewegen oder tut sie einfach nur alles quasi per Gedankensteuerung kontrollieren oder sowas? Was ich meine. Einfach hier da sein muss. Du schaust sehr nett aus. Du solltest echt zum... Keine Ahnung. Chirurgen gehen. Hast du das Wort gesucht? Ja? Hast du das Wort gesucht? Schönheitschirurg? Ja. Fünf Minuten noch. Ja. Du warst es sagen schon. Ich hab 10 Minuten da drin. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. Spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Annäherung. Und 3. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the Abyssal Plan used by Pathos 2.
Eine halbe Quadratkilometer, nicht ganz schon scheiße viel. Eine halbe Quadratkilometer, nicht ganz schon viel. Aber Quadratkilometer, 500 Quadratmeter. Ja, das ist. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that arc. Ach, ich muss wieder mit meinem Ding schwenken. Warum hat es nicht geöffnet? Willkommen im Abgrund, da wo alles dunkel ist. Wunderst du dich? Fehler, Lumalink zum Ofen der Aufzugplattform erforderlich. Ich brauche die nicht mehr. Wunderst du dich nicht, dass alles dunkel ist? Ich glaube, hier kommt es jetzt zum Einsatz, was ich vor höchstwahrscheinlich 10 Parts angesprochen habe. Hm? Dass was wir uns im Licht bewegen müssen. Okay. Das hast du mal angesprochen? Ja, ich habe so angeteased, ja. Ich habe Befürchtungen. Mustersammlung. Vorsorgeuntersuchung, Überprüfung, Trauerevakuierung. Also was mich ja sehr talentiert. Was? Also was mich ja sehr talentiert. Transport der Arche nach Pi. Alan Waldeck. Remote-Zugang der Krieg nicht. Ich will mein K8. Was passiert, wenn wir ins Dunkel gehen? Was passiert dann? Was Schlimmes. Instant-Tos oder sowas? Kann gut möglich sein. Tau? Come in, Tau! Please answer, Tau! Tau, Tau, Tau! Step. Let's move out. We'll try the next one. Und ab wann geht's los? Ich möchte gerne vorbereitet sein. Wie kann man... Okay, es sind Regale. Hör ich gerade Hunde? Nein, das war gerade das Tor. Achso, scheiß Tor. Irgendwelche starken Strömungen. Also bei Torrents muss ich immer an einen Internet-Downloader denken. Warte, war das gerade das McDonald's denn? Ja. Das ist das McDonald's-W. McDonald's ist Anime-Stuff. Aber beim ersten war es noch andersrum. Ja, das ist ein Kopf ohne Körper. Braucht jemand eine Elle? Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't, Fowlglasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? We lost the path. We need to go back. I know where to go. Come on. It's over there. The light is over there. Final push, Ross. Almost there. We just. Also lass uns jetzt sagen, wenn wir dunkeln sind, sind wir tot. Oder? Ja, so ungefähr. Wir müssen die blauen Lichter folgen. Okay. Wir wollen jetzt zu Tau. Also ab jetzt geht das los. Genau.
Hast du schon oder was? Nee, es geht noch höher noch weiter. Mist. Aber das war's für diesen Part. Mist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.